Ja, ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass wir bei Grompel noch ein bisschen mehr erfahren können, aber gut, wenn das alles ist... Noch so ein Nichtsnutz in meiner Küche. Du bist hier der Koch? Ach, hör auf, mich zu verarschen und verschwinde. Ich hab zu tun. Alter Griesgram. Und sonst? Quatsch hier nicht rum. Ich brauche rohes Fleisch. 50 Gold. Ja. Wie bitte? Du kannst dir nicht vorstellen, was alles in so einen Halbaffen reinpasst, Junge. Geh und besorg rohes Fleisch. Ist ja nichts weiter. 50 Keulen. Und die Quest, oder das Quest hat auch einen wunderschönen kurzen Namen. Na gut. Warum bist du so unentspannt? Wenn ich nicht funktioniere, schlagen sie mir die Rübe ab. Oh. Also hilf mir oder verschwinde. Aber steh mir nicht im Weg herum. Gut, du... Hier. Ist das genug Fleisch? Wahrscheinlich nicht. Naja, es wird reichen. Okay. Zumindest fürs Erste. Hier hast du Gold. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Ich will nicht wissen, wo unser Held sich immer diese ganzen Fleischspatzen hinsteckt. Also das ist schon irgendwie, naja, etwas kriminell. Aber schön ist das hier, kleiner Gambal. So ein kleines Lager mit irgendwelchen Weinfässern oder Bier oder was auch immer. Da hängt wieder ein bisschen Gemüse rum, hast einen kleinen Kessel, in dem du deine Heiltränke hier machen kannst oder deine Wundertränke. Bist du böse auf mich, wenn ich dir was klaue? Ich speichere mal. Man weiß ja nie, wie die so drauf sind, ne? Haha, wusste ich's doch. Laden wir mal. Gut, dass ich gespeichert habe. Komischerweise ist nicht der Mensch, dem das Zeug gehört, sauer auf uns, sondern irgendein Ork-Wachen-Typ, der draußen gerade vorbeiläuft und der es eigentlich gar nicht gesehen haben kann. Aber gut, was soll's, ne? Schauen wir uns eben nochmal den Ladebildschirm an. Macht doch auch nichts. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wann bin ich eigentlich das letzte Mal gestorben? Das ist schon eine Weile her, oder? Aber wir werden ja auch langsam besser, da wäre es ja auch irgendwie peinlich, ständig zu sterben. Am Anfang ist das okay, aber mittlerweile sollten wir dann doch einen Grad erreicht haben, an dem wir nicht ständig ums Leben kommen. Noah Gambal? Gut. Ich klaue ja schon nichts mehr, Mensch. Guck mich nicht so böse an. Mit deinem vollgeschmierten Gesicht. Ansonsten bloß Orksöldner, Orks hier. Wo willst du hin? Da rein. Ich bin neu hier. Das sehe ich. Und weiter. Ich will zu eurem Anführer. Der Zugang wird nur demjenigen gewährt, der genug Ansehen in der Stadt genießt. Wer hätte das gedacht? Wie komme ich zu Ansehen in der Stadt? Ganz einfach. Mach dich nützlich. Es gibt genug Arbeit hier. Eine Sache brauchen wir ganz besonders. Verstärkung. Verstärkung? Schau dich doch mal um. Hier gibt es doch fast nur Menschen. Und kaum ein Ork, der nicht völlig überfordert wäre. Musste der Sklave da hinten eigentlich auch erst seinen Ruf auf 75% in der Stadt bringen, damit er da drin fegen durfte? Was wäre, wenn ich euch helfe? Du bist ein Mocher, genau wie die meisten anderen hier. Wenn du bei der Verteidigung der Stadt helfen willst, solltest du dich erst noch im Kampf üben. Ich kann dir zeigen, wie du deine Kampfkraft verbesserst. Aber ihr Mochers alleine seid einfach zu schwach. Wir brauchen mehr Orks. Wir haben höchstens Verwendung für einen Schmied hier. Geh und besorg uns einen Schmied. Immer dasselbe. Ständig muss man irgendwo einen Schmied auftreiben. Ist doch nervig. Wo werden Orks am dringendsten gebraucht? Wir brauchen Wachposten hier innerhalb der Stadt. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir am Ende noch von den Rebellen überrannt. Ja, das wäre ja ein Ärger. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Guck mal, was er kann. Stärke hat er gesagt, ansonsten zwei Hände und schwere Armbrust. Wie langweilig. Aber wir haben ja, glaube ich, ein paar Punkte, da können wir zumindest mal... Gut, Mora. Genau, noch ein bisschen in Stärke investieren. Weiter, Mora. Das kann nicht schaden. Ach komm, da verpulvern wir gleich alle Lernpunkte hier auf die Stärke. Du lernst schnell, Mora. Ja, in der Tat. Gut, da haben wir jetzt eine Stärke von 253, das klingt auch richtig gut. Finde ich, da können wir dann jetzt ordentlich Bams machen. Und bei Gelegenheit können wir dann mal noch zumindest die paar Jagdgeschickpunkte uns draufpacken, damit wir dann hier die starke Schildparade lernen können. Wo finde ich einen Schmied für diese Stadt? Das wird er bestimmt wissen. Geh rum und frag die Orks. Es muss doch einer dabei sein, der etwas von der Schmiedekunst versteht. Ja, in der Tat. Und der hat seinen Hammer verlegt. So ein Ärger. Dass aber auch alles immer so gut zusammenpasst. Ja, ja. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Gut, 63 Rufpunkte müssen wir uns erarbeiten. Ich würde sagen, die erste Adresse, wo wir dann hingehen könnten, wäre eigentlich mal die Arena.
Denn da kann man ja immer am einfachsten... Wir Orks werden euch alle töten. Das ist schön. Verstehe. Das war jetzt ein sehr gehaltvoller Beitrag zu meinem Diskurs. Wo war ich gerade? Ach ja, Arena. Da kann man ja immer am besten erstmal jetzt ganz einfach irgendwelche Punkte gut machen. Deswegen werden wir da jetzt erstmal hingehen und ordentlich hier zum Arena-Champion aufsteigen. Wer hat hier das Sagen? Umbrak. Er ist hier der Herr. Wo finde ich deinen Herrn? Umbrak ist im großen Haus. Du bist ein ganz gewitzter und schlauer Bursche, mein Freund. Was gibt es über deinen Herrn zu wissen? Geh zu Schamane Krompel, er kann es dir sagen. Ein paar Frames mehr wären geil. Du bist nicht gerade eine Leuchte, oder? Du brauchst Fackeln, Mora. Genau. Schon gut. Ach ja. Mein Freund der Ork. Ein ganz heller Geselle. Ist das deine Arena? Du willst kämpfen, Mora? Erstens, wie kommt unser Held darauf, dass das die Arena von Barak ist? Und zweitens, wie kommt unser Herr Obama darauf, dass unser Held jetzt kämpfen will, nur weil er gefragt hat, ob das die Arena von ihm ist? Na gut, egal. Wer hat hier in der Stadt das Sagen? Umbrak ist unser Anführer. Aber ich weiß nicht, ob er Zeit für dich hat. Er ist immer sehr beschäftigt. Immer sehr beschäftigt. So sind sie, die wichtigen Leute. Lass mich in deiner Arena kämpfen. Geh und kämpfe! Jarog erwartet dich. Aber ich will doch gegen dich kämpfen, Barack Obama. Lass mich gegen dich kämpfen, Barack Obama. Na gut. Kommt unser Gegner dann auch? Da ist er ja. Hallo, Jarog. Bist du ein ganz normaler Ork, so von der Kraft her? Ja, so ungefähr, ne? Ach, scheiße. Ach, ich hasse das Kampfsystem irgendwie mit der variablen KI. Ja, schön. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das scheiße finde, dass die immer umfallen, immer direkt umfallen nach jedem Stoß. Komm, jetzt habe ich dich. Jiha! Stärke steigt, Ruf steigt, alles wunderbar. Nehmen wir den kleinen Jarok nach aus und dann... Achso, die wohnen hier in den kleinen Höhlen oder was? Sehr richtige Gladiatorenkeller hier. Da gucken wir mal nach, ob es hier was drin gibt. Ein Schwert zum Beispiel. Was ist los, Mora? Schnauze. Darf ich mich hier bedienen? Sieht so aus, oder? Na! Ich hau dir mal kurz hier die Fresse ein. Das war jetzt natürlich uncool. Aber ich dachte mir, weil ich die Waffe nehmen konnte, ohne dass er was sagt, dass ich mir auch die Birne nehmen kann. Ist aber schön, dass er sich über die Birne aufregt und über die Waffe nicht, ne? Zack! So, hätten wir das. Steck mal die Waffe weg. Nehmen wir den kleinen Jarol mal mit aus hier. Und nehmen die Waffe weg. Gegen den müssen wir ja bestimmt auch noch kämpfen. So, und dann bedienen wir uns erstmal. Fackel könnte helfen. Fackel könnte helfen. Aha. Ich find's gerade geil, wie unglaublich flüssig das Spiel läuft. Gibt's denn hier irgendwas anderes noch? Ein Stück Brot, ein Apfel. Ja. Das brauche ich jetzt. Und das da, ist das kein Brot? Ach nee, ist irgendeine Schale, okay. Ah, Kardox Hammer, da können wir schon mal diese Schmiedsache abhaken und schauen noch drüben in der anderen Höhle nach. Das ist ja sehr schön, dass das hier alles so funktioniert. Also im Spiel funktioniert. So, von den Inhalten her. Was die Mechanik angeht, funktioniert es ja nicht so richtig, denn es hackt ja ohne Ende. Na, Jarog? Halt, du wirst hier als Dieb gesucht. Vergessen wir die Sache. Nein. Scheiße! Kleiner What? Mama. Komm, leck mich doch hier. Das finde ich scheiße gerade. Ach Mann. Gehen die jetzt alle auf mich los, weil ich hier Dieb bin? Ich weiß es gar nicht. Komm, ich habe bloß eine Birne geklaut. Ich gebe sie dir auch zurück. Ich finde auch geil, der Ork nimmt das Geld, das Bestechungsgeld und sagt dann nein. Sind die ganz Hinterfotzigen. Ja, so ein Ärger. Das sind die ganz Hinterfotzigen. Nehmen das Geld und sagen dann, dass sie sich trotzdem nicht bestechen lassen. So, dann beklaue ich dich ja auch noch. Was hast du jetzt davon? Ich kann zurzeit nichts herstellen. Will ich auch gar nicht. Ja, dann lassen wir den einfach liegen. Passt schon. Ich gehe aber mal sicherheitshalber jetzt hier... Ach nee, komm, ich gehe gleich hier oben hin und schau mal, ob die mich suchen. Und wenn ja, dann muss ich halt laden. Halt!
Du wirst hier als Dieb... Gut, wir laden. Leck mich! Du ja, komm, wir laden. Scheiße. Hat gut geklappt alles, wunderbar. Müssen wir nochmal gegen den Troll kämpfen und dann wissen wir jetzt, wo Karloks Hammer rumliegt. Das ist schön. Das Geile ist auch, wenn ich dem Ork erst auf die Fresse gehauen hätte und dann ihm die Birne geklaut, dann hätte er wahrscheinlich gar nichts gesagt danach. Dann wäre er ein bisschen stinkig auf mich gewesen, aber alle anderen hätte es überhaupt nicht interessiert. Da wir aber erst die Birne geklaut haben und ihm dann aufs Maul gehauen haben, ja, sind halt alle böse auf uns, ne? Jetzt lad mal schneller hier. Die Technik, ne? Es klappt alles wieder nicht so, wie es soll. Komm, Mignon. Gut, kann's weitergehen. Ja, die Speicherung, die war ja... Genau, scheiße. Na gut, dann müssen wir jetzt eben nochmal hier schnell die Gespräche abhandeln. Bla, bla, bla. Ich bin neu hier. Ach shit, ich habe einmal zu oft gedrückt. Habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Gut. Stärke hoch. So, haben wir noch Lernpunkte? Nein. Dann zurück. Zurück habe ich gesagt. Hallo. Klappt alles nicht hier. So, finde ich einen Schmied. Musste selber suchen, alles wunderbar. Lässt mich nicht zu seinem Anführer. Und dann handeln wir ja noch fix schnell die tolle Leuchte ab. La! Wer hat... So. Wofür? Ich habe total viel Spaß. Du bist... Schon. So, Taschendiebstahl machen wir nicht. So, dann können wir jetzt wieder zu Herrn Obama gehen. Ist das? Und dann... Können wir hier auch mal kämpfen. Lass mich... So. Ende. Speichern. Wunderbar. Alles super, alles wunderbar. Bekämpfen wir Yarok und schlagen ihm die Rübe ein. Und dann können wir Karloks Hammer einsammeln. Ich hoffe mal, es zählt nicht als Clown, wenn man den Karloks Hammer da unten einsammelt. Komm, mein Freund. Niemand. Was wolltest du sagen? So. Was? Ist ja nicht dein Ernst. Ja, mein Freund. Die Frames. Mit solchen Ruckelbildchen hier zu kämpfen, ist total bescheiden, muss ich mal so anmerken. So, haben wir Yarok aber schon wieder besiegt. Das ging ja recht fix. Könnte auch an unserer tollen Stärke liegen, dass wir gar nicht mehr so viele Schläge brauchen. So, dann gucken wir nochmal hier drüben vorbei, ne? Bei unserem anderen Freund. Und da läuft es auch schon wieder flüssig. Wir sammeln Karloks Hammer ein. Der schläft ja. Was ist los, Mann? Ja, nix. Kannst liegen bleiben. Ist egal. Ja, Rock, erheb dich. Gab's denn hier eigentlich irgendwas, das wir einsammeln müssen? Irgendwas Tolles? So irgend so ein Teleportstein oder so wäre mal schön. Aber sieht nicht so aus. Nö, hier gab's bloß Fressereien. Ach ja, das Waffenbündel. Das sacken wir zumindest ein. Denn wir müssen ja noch... Ach nee, bei dem gibt's gar nichts. Ich dachte, dass er jetzt uns irgendwie noch den Sieg anerkennt und uns noch ein paar Erfahrungspunkte gibt oder so, aber nein. Geizhälse. Ja, wir müssen ja 20 Waffenbündel für den einen Typen in Monterra sammeln, ne? Von daher sollten wir jedes Waffenbündel mitnehmen, was wir irgendwo finden können. Schneller speichern, los. Wunderbar. Gut gekämpft, Mora. In der Tat. War ein Kinderspiel. Gib mir einen guten Kämpfer. Da ist Yarol. Der ist gut. Geh und kämpfe mit ihm. Sehr gern, mein Freund. Sehr gern. Dann verprügeln wir auch mal Yarok. Los geht's! Ich möchte ein paar Frames mehr haben. Ja, danke. Ab und zu muss man es wirklich einfach nur anmelden. So, mein Freund. Du wirst ein guter Kämpfer sein? Nun ja, ich sage mal nichts dazu. Haben wir ja wohl auch niedergestreckt. Wunderbar. So, hast du noch einen für mich?
Wer ist dein bester Mann? Ein Großmaul. Sowas sehen wir hier gerne. Trompok wird dir deinen Schädel spalten, wenn du ihn herausforderst. Abwarten. Verdammt, du bist gut, Mocha. Hä? Was? Ich will aber nicht gegen dich kämpfen, Barack Obama. Gib mir deinen besten Kämpfer. Du willst Trompok? Du kriegst Trompok. Steig in die Arena. Er wird dich empfangen. Dann eben gegen Trompok. Ist mir auch recht. Komm, Trompok, ich mach dich fertig, mein Freund. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Moa. Wir gehen einen Schritt zurück. Ja, ja, das übliche Spiel. Ja, macht doch nix. Dann werde ich halt mal an meinem Schild getroffen. Jetzt funktioniert er wenigstens auch mal. Was, du Sau? Komm, zack. Hast du deine besten Tage hinter dir? So, sammeln wir das ein und sind Arena-Champion und haben schon einen Ruf von 30 in der Stadt. Das ist doch wunderbar.